Hallo liebe Pfeifenfreunde hier auf YouTube. Nachdem ich auf mein erstes Video so viel freundlichen Zuspruch bekam, nette Kommentare, Abonnements, wage ich mich jetzt einmal an mein zweites. Ich danke euch sehr herzlich dafür. Das hat mir sehr, sehr gut getan, auf diese Reaktion zu bekommen. Ich freue mich, dass ich mit einigen auch etwas mehr in Kontakt kommen kann und möchte gerne heute zu eurer Erheiterung beitragen, indem ich nicht eine meiner Pfeifen vorstelle, sondern etwas Ähnliches. Ich wohne ja in Wuppertal und war in diesem Jahr in einem dieser Import-Export-Läden, wie sie von unseren türkischen Mitbürgern betrieben werden, und fand dort etwas, was mich auf den ersten Blick fasziniert hat. Dieses Ding. Eine Feng Shun, was auch immer das heißen mag, mit einem wohl Pfeife rauchenden Schnauzbartträger drauf und einem interessanten Inhalt. Achtet auf die Plastikgeräusche, die das schon beim Auspacken macht. Darin verbarg sich, beziehungsweise verbirgt sich nämlich dieses hier. Auf den ersten Blick könnte man fast meinen, dass es eine Pfeife ist. Aber wie es schon bei Magritte so schön heißt, dies ist keine Pfeife. Ich habe mir das Ding angeguckt und mit nach Hause genommen und war einfach fasziniert davon, wie man so etwas überhaupt verkaufen kann. Das hat etwas, das sieht mehr aus wie ein Ausfluss, soll wahrscheinlich aber die Brennkammer darstellen. Man kann auch das mundstückähnliche schwarze Teil abnehmen und es hat hier innen drin etwas, das sieht aus wie diese Metallkondensatablagerer, die es in anderen Pfeifen auch hat. Ist aber aus Plastik. Überhaupt, Plastik. Das ist kein Acryl, das ist kein Ebonit, das ist Plastik. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich das Ding mal ausprobieren soll. Aber dann habe ich festgestellt, das ist innen hohl. Wie soll ich das sauber machen? Da wird sich wahrscheinlich unten drin Kondensat ablagern, an das ich nie wieder rankomme. Ehrlich gesagt, wusste ich auch nicht, ob das womöglich heiß wird, ob das verbrennt. Ich habe es gelassen. Mit in der Packung war etwas Hochinteressantes, das wiederum ich auch noch nirgendwo gesehen habe, nämlich dieses hier. Und ich habe mich gefragt, was könnte das wohl sein? Nun, auf der Rückseite der Packung steht, dieses Gerät sei haltbar und man kann es wiederholt für eine lange Zeit benutzen. Es ist aus hochqualitativen Spezialmaterialien gefertigt, das glaube ich gerne, und es enthält keine schädlichen Objekte. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Der Gummiring kann verhindern, dass Rauch und Teer herauslaufen. Can prevent smoke and tar from leaking, steht drauf. Und dann wurde mir klar, was dieses Ding sein soll. Auch das ist aus demselben Plastik gefertigt wie das Mundstück. Also von Gummi kann keine Rede sein. Aber es passt wie gemacht obendrauf. Und da kommt natürlich nicht mehr viel Rauch raus. Und Teer kann auch nicht herauslaufen. Der Nachteil ist natürlich, dass es nur schwer wieder rauszukriegen ist. Und ungefähr ein Drittel der, nennen wir es mal, Brennkammer blockiert. Die weiteren Anweisungen sind auch interessant. Da steht nämlich dann auf der Rückseite auch noch, entfernen Sie den Teer
während Sie sie ungefähr 10-mal benutzen. Eine Reinigungstechnik, die ich mir recht amüsant, aber schwer durchzuführen vorstelle. Nein, das wird nicht mit meinen guten Tabaken in Kontakt kommen. Aber aus reiner Neugierde und für einen gewissen Lacheffekt werde ich es mir aufheben. Ich gebe zu, ich habe dafür auch nur 3 € bezahlt. Was will man davon erwarten? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der freundliche Herr auf der Verpackung dieses Ding im Mund hat. Sonst hätte er noch einen viel grimmigeren Gesichtsausdruck. Faszinierend, was man heutzutage alles verkaufen will und auch verkaufen kann. Und sei es bloß zum Amüsement eines Pfeifenrauchers. Feng Shun, ein Name, den man sich merken muss. Das war's für heute. Sicherlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!